Vers 7. Tasma sarveshu kaleshu mam anusmara yudyacha mayarpita mano buddhir mam evaishyasi asamshaya. Tasmat, deshalb, sarveshu, zu allen, kaleshu, Zeiten, mam, an mich, anusmara, fahr fort, dich zu erinnern. Yudya, kämpfe, cha, auch, mayi, mir, arpita, hingebend, mana, Geist, buddhi, Intelligenz, mam, mir, eva, gewiss, eshyasi, du wirst erreichen, asamshaya, ohne Zweifel. Daher, o Arjuna, solltest du immer an mich in meiner Form als Krishna denken und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebenen Pflichten des Kämpfens erfüllen. Wenn du deine Tätigkeiten mir weist und deinen Geist und deine Intelligenz auf mich richtest, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Erläuterung. Diese Unterweisung, die Arjuna hier bekommt, ist für alle Menschen, die materiellen Tätigkeiten nachgehen, sehr wichtig. Der Herr sagt nicht, dass man seine vorgeschriebenen Pflichten und Beschäftigungen aufgeben soll. Man kann ihnen weiter nachgehen und zur gleichen Zeit an Krishna denken, indem man Hare Krishna chantet. Dies wird einen von materieller Verunreinigung befreien und so kann man den Geist und die Intelligenz auf Krishna richten. Durch das Chanten von Krishnas Namen wird man ohne Zweifel zum höchsten Planeten Krishnaloka erhoben werden.